2,5 Sterne. Der größte Scheiß sollte zugemacht werden, meiner Meinung nach, oder Gesundheitsamt sollte man dahin gehen. So sieht das aus. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Es ist Tag 7 meiner Sushi-Challenge. Endlich der letzte Tag. Und für den letzten Tag habe ich mir noch was Besonderes aufgehoben. Wir haben den besten Sushi-Laden probiert. Danke für das Video. Also, ich habe euch das Video gegeben, aber danke für die Likes auf das Video. Wir haben die 50 geknackt. Mein Ziel, mein Minimum ist ja bei jedem Video mindestens die 50 Likes zu knacken. Also, würde mich freuen, wenn ihr wieder das Video liked und anschaut. Ich habe den zweitbesten probiert. Das habt ihr aber nicht separat gesehen. Das kommt dann in dem eine Woche Sushi-Essen-Video. Wir haben ein paar Supermarkt-Sushis probiert. Und heute probieren wir leider den schlechtesten Münchens. Ich habe wieder ein bisschen recherchiert, mal geschaut. War schwierig. Also zuerst dachte ich mir, okay, wir können das nicht machen. Machen das nicht, weil Sushi allein, also da gab es nicht so schlechte Sushis, Sushi-Läden. Der schlechteste war, glaube ich, irgendwie 3,7, 3,8. Der nur Sushi angeboten hat, was halt immer noch solide ist. Und die schlechten Sushi-Läden sind gar nicht wirklich Sushi-Läden, sondern Asia-Imbisse. Und die schlechten Bewertungen kamen eigentlich von den schlechten, vom schlechten Lieferdienst-Service und eigentlich vom Nicht-Sushi-Essen. Und da habe ich dann mal geschaut, wer so das Schlechteste ist. Und man kann sich ja denken, okay, wenn das Essen allgemein schlecht ist, wird auch das Sushi schlecht sein. Und dann habe ich zum Glück auch bei dem dann ein paar schlechte Bewertungen entdeckt über das Sushi. Die gehen wir gleich durch. Ja, beschämenderweise ist es ein Vietnamese. Zum Ausgleich, der Beste war zum Glück auch ein Vietnamese, also hat sich das mit den Vietnamesen ausgeglichen. 2,5 Sterne und wir schauen jetzt mal rein. Erstmal ein paar allgemeine und dann das Sushi. Nicht mal einen Stern verdient, Essen schmeckt gar nicht, Nudeln riechen extrem unangenehm. Alter, wenn die Nudeln unangenehm riechen, wie wird dann so Sushi riechen? Ich denke, es wurde vor mehreren Tagen gekocht und dann lieblos erwärmt und kam nahezu kalt an. Man bekommt nicht mal das, was man bestellt hat. Ja, also viele wegen Lieferservice, wie gesagt. Finger weg! Eine Zumutung, bitte nicht von den wenigen guten Rezensionen ablenken lassen. Das Essen war das ekligste, das ich seit langem gesehen habe. Boah, Digga. Ja, direkt nach dem Öffnen ein Haar gefunden und gestunken wie Sau. Okay, seit nicht nur, dass das Essen eklig ist, das ist schon der 7. Tag, wo ich Sushi esse und nicht mehr wirklich Bock drauf habe. Also das kommt auch noch als extra dazu. Aber für den Support, Leute, für euch. Ich weiß nicht, wie das andere Essen ist, aber Sushi empfehle ich nicht. Ich habe mir 5-mal Inside Out Maki bestellt. Das erste, was ich mir dachte, als ich die Tüte gesehen habe, ist, 30 Stück passt auch niemals in zwei kleine Sushi-Boxen. Da muss etwas fehlen. Als ich die Boxen aufgemacht habe, war ich geschockt. Noch nie habe ich so eine kleine Inside-Out-Marke gesehen. Ich habe ca. 17 gegessen und mein Bauch war immer noch leer. Obwohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werden. Okay. Hat jetzt aber nichts mit dem Geschmack zu tun. Furchtbar, nie wieder. Fleisch sauer, Salat braun, Essen kalt, Frühlingsrollen voller Knorpel. Der größte Scheiß sollte zugemacht werden, meiner Meinung nach, oder Gesundheitsamt sollte man dahin gehen. Sushi nicht schön und Sesamspinat ungenießbar, teilweise gefroren mit Gefrierbrand. Ja, schauen wir mal vorbei. Alter! Also, Service war schlecht, was an sich aber nicht schlimm war, weil ich musste eh voll lang überlegen. Und ich hatte ja keine Ahnung, ich stand da 5 Minuten, habe in die Karte geschaut, überlegt, was ich essen soll. Und dann hat sie mich erst bemerkt, was wie gesagt nicht schlimm war, weil ich habe dann danach nochmal 5 Minuten überlegt. Mein Appetit ist zu null und erst recht nicht von dem Laden. Das war so ekelhaft. Und jeder hat mich dann so verwundert angeschaut. So eins auf, sie würden gar nicht damit rechnen, dass überhaupt jemand in echt vorbeischaut, weil die, glaube ich, meistens nur Lieferdienst machen. Waren keine Asiaten, also die Besitzerin war eine Vietnamesin, glaube ich, aber auf jeden Fall Asiatin. Aber Küche und Personal war, ich hoffe, das klingt nicht rassistisch, wenn ich das sage, war braun. Also ich glaube Richtung Pakistan, Indisch. Dementsprechend das Sushi hier auch nicht von einem Asiaten gemacht.
Also ich wundere mich ja schon über Sushi, was von den Vietnamesen gemacht wurde, aber jetzt ist das möglicherweise Pakistani-Sushi. Die hatten sich gestritten darüber, dass der Tisch nicht richtig sauber gemacht wurde. Und dann hat einer der Arbeiter ein bisschen Anschiss bekommen. Ja, ich habe halt in die Karte geschaut und dann habe ich mich da umgeschaut. Normalerweise kaufe ich ein bisschen mehr als nur das. Das war jetzt 6, 5 irgendwas. Stand in der Karte als 6, aber 6,50. Aber durch Abholung, glaube ich, ist billiger, 5,20. So sieht das aus. Sieht jetzt nicht mega eklig aus, also ist okay. Das hier sieht halt mega eklig aus, das ist schon braun, ja. Aber das esse ich eh nie. Das ist auch mega trocken, also das stinkt auch schon. Ja, das ist das, was stinkt. Oh. Shit. Aber zum Glück berührt es das Sushi nicht, also. Ja. Bin gespannt. Also was erwarte ich? Harten Reis. Aber harten, trockenen Reis. Aber der sieht jetzt gar nicht so hart aus. Ne? Riecht normal. Maske weg. Es ist nicht das frischeste. Reis ist sehr, sehr matschig. Besser als zu trocken. Es ist nicht ungenießbar. Es ist nicht ungenießbar, aber ich würde es bevorzugen, es nicht zu essen. Dieses Seetang-Ding ist voll zäh. Ich könnte gerne das eine Woche Sushi-Essen-Video abchecken. Da habe ich auch Das ist schwer zu kauen, das sollte doch nicht normalerweise so schwer zu kauen sein, oder? Da habe ich eine Woche Sushi gegessen und auch Supermarkt-Sushi. Und also jetzt nicht das normale von Lidl Aldi, sondern das nennt sich Be Happy. Das gibt es bei Rewe. Da machen die das frisch im Rewe. Das ist schlechter als das vom Rewe. Es ist nicht super lecker, aber es ist auch nicht eklig. Der Geruch von dem hier war eklig. Das ist auf jeden Fall nicht frisch, aber das Sushi ist okay. Also ich hätte echt Schlimmeres erwartet. Ist das zu schlimm? Es gibt natürlich viel, viel bessere Alternativen, aber man muss jetzt nicht erbrechen davon. Ja, das war's. 2,5 Sterne. Schlechtester Sushi-Laden Münchens. Sushi-Laden. Ja. Das war eine Erfahrung, die man nicht machen musste. Das war's von mir, Leute. Ich bedanke mich fürs Vorbeischauen. Gebt gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo. Checkt die Videos ab. Folgt uns auf Twitch. @supersaftig. 5 anstatt Essen. Kommt in die Gruppe, falls ihr mit uns chillen wollt. Ansonsten war's das. Ihr wisst Bescheid. Serious Business. Ciao.